Geil, ey. Endlich mal kann ich dieses alte Ding benutzen. Und wenn's nur für ein YouTube-Intro ist. Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf. Finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn. Und ich habe diese Woche 5-mal ordentlich trainiert. Wie oft habt ihr schon Sport gemacht? Schreibt's unten in die Kommentare, denn heute geht es um eine Fitnessanalyse. Der Sonntag ist mal wieder gerettet und zwar über das Unternehmen Peloton. Und laut einer Studie geben ja einige Leute, wie viel genau, finden wir gleich noch raus, an, dass sie, sobald die Fitnessstudios nach und nach wieder aufmachen, sie eigentlich gar nicht mehr so wirklich zurück wollen, sondern mehr auch zu Hause bleiben wollen, um dort zu trainieren. Aber fangen wir erstmal ganz von vorne an und der Geschichte von Peloton. Wie man nämlich vielleicht am Anfang denken mag, gibt es dieses Unternehmen nicht erst seit Covid oder so, sondern es geht bereits zurück ins Jahr 2012. Und da hat zusammen John Foley mit einigen anderen Gründern das Unternehmen ins Leben gerufen. Und diese Gründungsgeschichte, die erinnert mich so ein bisschen an die von Colonel Sanders bei KFC, der ja von angeblich 1000 verschiedenen Banken keinen Kredit bekommen hat für sein Geschäft damals. Und so ähnlich war das wohl hier auch. Sie haben mit Hunderten von VCs, aber auch Angel-Investoren und so weiter gesprochen und keiner wollte denen Geld geben. Und warum? Weil alle gesagt haben, sag mal, seid ihr verrückt? So ein Fahrrad oder so ein Laufband für zu Hause für $2,500 oder so zu verkaufen, dafür gibt's doch gar keinen Markt. Ja? Dann konnten sie aber ungefähr $4 Millionen rankratzen, ausschließlich durch Angel-Investoren. Das sind also einfach Leute, die ihr privates Geld dort investiert haben. Und 2013 gab es eine kleine, aber sehr erfolglose Kickstarter-Kampagne, wo sie einfach nur einige wenige hundert von diesen Geräten verkaufen konnten. Ja. Im Jahr 2014 konnten sie dann aber das Anfangsinvestment eben in diese Produktentwicklung stecken, so dass sie dann ihr spezielles Peloton-Bike auf den Markt gebracht haben für $2,200. Das ist also einfach ein, ja, kann man sagen, eine Art Fahrradergometer für zu Hause, welches aber über einen Monitor verbunden ist, der eben auch zum Beispiel Kurse streamen kann, die dieses Unternehmen dann in einem Live-Studio aufzeichnet. Jetzt erinnert ihr euch vielleicht ein bisschen zurück an Evolution Gaming und das Live-Casino. Das ist auf jeden Fall vergleichbar. Das heißt, in der Zentrale in New York gibt es bei Peloton Leute, die eben Kurse aufnehmen, zum Beispiel so einen Spinning-Kurs. Und dieser wird dann live gestreamt in die ganze Welt an alle Leute, die zum Beispiel so ein Bike zu Hause stehen haben. Das hat aber am Anfang mehr schlecht als recht funktioniert. Und erst als sie ihr Konzept so ein bisschen geändert haben und angefangen haben, das beispielsweise in Malls, also einfach in großen Verkaufshallen und so weiter, in Einkaufszentren auszustellen und den Kunden wirklich zu zeigen, hey, wie funktioniert das eigentlich mit so einem Peloton-Bike zu Hause und so? Erst dann haben die Menschen nach und nach dieses Konzept auch angefangen zu adaptieren und mehr hat sich das herumgesprochen und dann auch durch Mund-zu-Mund-Propaganda immer weiter verbreitet. Ja, das heißt, Peloton hat eigentlich mehr und mehr ihrer Hardware-Geräte und dann auch entsprechend ihren Subscriptions, dazu kommen wir dann gleich noch, schon vor Covid mehr und mehr verkauft, nicht erst seit 2020. Ja. Dann im Jahr 2018 kam noch ein Laufband dazu, also ein Peloton Treadmill und das kostet $4,400 und es wird direkt an den Endverbraucher verkauft. Im Jahr 2019 hatte man schon insgesamt 500.000 Leute, die sich so ein Gerät, entweder das Fahrrad oder das Laufband gekauft haben oder Subscriber sind. Ich sage oder Subscriber, weil man kann das Ganze auch nutzen, ohne das technische Hardware-Gerät von Peloton zu Hause zu haben, zum Beispiel mit seinem eigenen anderen Heimtrainer. Und dann kann man einfach die digitale Subscription buchen, wo man dann zum Beispiel über sein iPad oder so das Ganze abrufen kann oder auch über seinen Fernseher natürlich, ja. Dann auch im Jahr 2019 war dann der IPO, also der Börsengang des Unternehmens. Und natürlich, dann kam Covid. Im Jahr 2020 gab es natürlich einen gewaltigen Anstieg nochmal des Wachstums von Peloton.
und gleichzeitig auch die Expansion, beispielsweise auch nach Deutschland, wo man schon sich auch einige wichtige Partnerschaften hat sichern können, zum Beispiel mit dem Deutschen Fußballbund, aber auch ganz, ganz, ganz groß, jetzt erst vor einigen Monaten angekündigt, eine Zusammenarbeit mit Beyoncé, was gleich aus mehrererlei Hinsicht extrem interessant sein könnte. Das kommt aber dann nochmal am Ende. Ja, gucken wir uns erstmal ein paar Daten, Zahlen, Fakten an. Der Marktwert von Peloton ist aktuell bei ungefähr 31 Milliarden US-Dollar. Die Aktie ist ja richtig, richtig angestiegen bis auf über 140 Euro irgendwann zwischendurch und ist jetzt in dieser letzten kleinen Korrektur ziemlich schön runtergekommen, sodass man jetzt auf einer Marktkapitalisierung von 31,3 Milliarden Dollar und ungefähr einem Aktienkurs von 106 Dollar steht. Der Umsatz letztes Jahr hat sich verdoppelt, nämlich auf 1,83 Milliarden Dollar, also um 100% gestiegen. Und der Verlust, der war nicht wirklich groß, nämlich gerade mal 70 Millionen Dollar Verlust hat man im Jahr 2020 gemacht. Das heißt, die ganzen Profitabilitätskennzahlen, EBITDA und so weiter, die haben sich eigentlich nach und nach immer mehr in den letzten Jahren schon verbessert. Und das Wachstum, wie gesagt, hat sich durch Covid natürlich nochmal so richtig beschleunigt, aber auch schon vor Covid ist man im Umsatz um 100% gewachsen. Das finde ich immer wichtig dazu zu sagen oder auch für sich selber zu verstehen, weil man natürlich auch vor allem so eine Aktie sich anschaut aufgrund von der Tatsache, ey, was passiert, wenn irgendwann Covid vorbei ist und die Leute wieder alle ins Fitnessstudio rennen, ist es dann vorbei mit dem Wachstum? Hier finde ich dann ganz interessant zu sagen, hey, okay, sie haben vielleicht durch Covid einen guten Boost bekommen, sind aber nicht vom kompletten Geschäftsmodell abhängig davon, dass irgendwie die Fitnessstudios geschlossen sind, weil sie ja auch davor schon gewachsen sind. Okay, jetzt aber erstmal wieder einen Schritt zurück auf dem Laufband und zwar in Richtung Geschäftsmodell. Hier habt ihr, nee, das ist nicht irgendwie der Oberkiefer von einer Eule oder sowas, das ist natürlich ein Fahrrad und sie haben hier, ich habe es ja schon anklingen lassen, ein reines B2C-Modell. Das heißt, ihr könnt euch dieses Peloton-Bike, wenn ihr auf der Webseite seid, es gibt ja, wie gesagt, jetzt auch eine deutsche, ich habe die selber vorhin mal aufgerufen, dann könnt ihr euch den ganzen Kram dort direkt auf der Seite kaufen. Es gibt also keine Reseller, auch nicht bei Amazon und so weiter aktuell, die das Ganze vertreiben, sondern ihr könnt es ausschließlich hier beim Hersteller direkt kaufen. Also ähnlich vergleichbar zum Beispiel auch mit Tesla. Ja? 80% der Umsätze bestehen aus diesen Fahrrädern und den Laufbändern sowie dem Zubehör. Da geht es jetzt aber nicht unbedingt nur um irgendwie Klamotten und Apparel und so, sondern es geht auch um verschiedene Schuhe, die man beispielsweise braucht, um dieses Fahrrad zu benutzen. Ja, also gleich direkt dem Kunde noch einen kleinen Upsell mit auf den Weg gegeben. Jetzt fragt ihr euch, Alter, wer hat denn so viel Kohle, um sich für 2.000 oder 4.000 so ein Ding zu Hause hinzustellen? Ja, da kommen sie natürlich mit den interessanten Finanzierungsangeboten, wo sie natürlich viele Abschlüsse auch machen, weil die Leute das einfach dann auf Raten nach und nach abzahlen. Okay? Und das macht ungefähr 80% aktuell der Umsätze aus, aber auch schon 20% der Umsätze bestehen aus diesen zwei Abonnements, die man eben dann im Anschluss bucht, damit man eben die Kurse kaufen kann, die man eben halt in immer, immer steigenderer Anzahl und natürlich Diversifikation genießen kann. Das heißt, Peloton selber sieht sich gar nicht irgendwie als reiner Verkäufer von Fitness-Hardware, sondern eben auch als Medienunternehmen, die rund um die Uhr neuen Content produzieren. Content is King, wie es ja schön heißt. Und eben diesen Content dann in die gesamte Welt immer mehr und mehr streamen. Und da gibt es einmal dieses Modell, dass du dir also das Gerät kaufst, dann für 39 richtig professionell mit dem hauseigenen Gerät halt pro Monat machst. Also das sind jetzt die 39 Euro pro Monat, was natürlich auch interessant ist, wenn man das zum Beispiel mal vergleicht mit Netflix oder anderen Subscriptions. Klar, der Markt für Netflix insgesamt ist natürlich viel, 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 viel größer, weil man muss ja allein schon sagen, dass einfach viel mehr Leute einfach nur Filme gucken, als jetzt irgendwie zu Hause Fitness zu machen. Aber natürlich haben die auch hier einen richtig interessanten Price Point. Und ich habe mir so ein Interview angehört mit dem CEO und der meinte, dass sie eigentlich ab dem Modell, dem Moment, wo sie das Gerät verkaufen,
gekauft haben, schon Break-Even sind, was die Customer Acquisition Costs angeht, also was es kostet, die Kunden zu kaufen, einfach weil die Mund-zu-Mund-Propaganda so gut ist, dass sie dann einfach das ganze Geld eben mit diesem Abonnement dann tatsächlich dann verdienen können. Dann gibt es eben noch das digitale Abonnement, wenn du halt das Gerät nicht hast und so weiter. Das kostet dann aus irgendeinem Grund nur noch 13 Euro pro Monat. Ich habe jetzt noch nicht genau die ganzen Unterschiede mir einzeln angeguckt. Da müsste ich dann nochmal näher einsteigen, aber ist ja auch fürs Verständnis des Geschäftsmodells jetzt erstmal noch nicht ganz so wichtig. Hier noch ein paar wichtige Eckdaten. Aktuell hat man mittlerweile schon 4,4 Millionen Kunden insgesamt. Und jetzt kommt's, die im Durchschnitt, Leute, 20 Workouts pro Monat mit diesem Peloton machen. Ich finde das richtig krass und gerade mich als ehemaligen Fitnesstrainer begeistert diese Zahl wirklich enorm, weil es ist einfach nicht vorstellbar. Ihr glaubt nicht, was ich in meiner gesamten Fitnesskarriere alles schon für Powerplates, Suspension Trainer, Kettlebells, Heimtrainer, irgendwelche Multifunktionsgeräte, dann natürlich die klassischen Laufbänder, Rüttelplatten, irgendwelche Strap-ons und keine Ahnung, was alles schon für Fitnessgeräte gesehen habe, die dann zu Hause entweder alle unterm Sofa landen, irgendwo als Wäscheständer oder als Kleiderständer irgendwo enden oder irgendwie, wenn irgendein Sozialist nach Hause kommt, dass du den damit verprügeln kannst oder so, aber nicht zum Workout machen. Und dass man 20 Workouts im Monat pro Kunde schafft, das ist einfach nur phänomenal, ja, also das kann ich auf jeden Fall sagen und gleichzeitig auch noch der Churn, ja, auch sehr gut, 0,76%, das ist sogar noch unter Netflix, das bedeutet, dass einfach die wenigsten Leute diese Subscription jemals wieder stornieren, also es sind wirklich zwei extreme starke Vorteile oder spannende, sag ich jetzt mal, Vorteile einfach für dieses Geschäftsmodell. Der CEO selber sagt, wir sind eben das Netflix der Fitness und ich finde seine Ambition und seine Vision extrem ambitioniert, muss ich sagen, wo ich schon wieder so ein bisschen skeptisch war, weil er hat gesagt, okay, schau mal hier, ich glaube nicht, dass wir in Deutschland irgendwie nur so ein paar hunderttausend von diesen Geräten verkaufen werden, sondern ein paar Millionen. Und das würde bedeuten in Deutschland, dass eigentlich fast jeder dritte, vierte am Ende irgend so ein Peloton zu Hause stehen hat. Und was er sagt, warum er das glaubt, ist eben, er stützt sich einerseits natürlich so ein bisschen auf diese Studie und sagt, viele Leute wollen gar nicht zurück ins Fitnessstudio danach. Und auf der anderen Seite sagt er, hey, warum gehst du eigentlich ins Fitnessstudio? Du willst ja fit sein. Und dieses Fitsein, das kannst du dir aber mit Peloton beispielsweise besser erkaufen als im Fitnessstudio. Hier muss ich wieder sagen, diese Punkte, die ich gerade genannt habe, finde ich extrem spannend und extrem als Pluspunkt. Andererseits, wenn ich mir diese Webseite anschaue, dann muss ich natürlich auch konstatieren, dass ich wahrscheinlich mit 2.000, 3.000 Dollar am Anfang noch nicht mal bedient bin für das jeweilige Endgerät, sondern am Ende des Tages, ich habe am Anfang so geguckt, hey, kannst du an diesem Laufband irgendwie unten noch so Hanteln rausnehmen oder hast du irgendwie noch andere Möglichkeiten da zu trainieren? Weil ja, ganz ehrlich, du kannst ein bisschen noch Yogakurse machen und andere Sachen, aber schlussendlich hast du zwei Ausdauergeräte zu Hause. Und wenn du eben richtig trainieren willst, ja, und mit richtig trainieren meine ich eben auch entsprechend Krafttraining und so weiter, vielseitig verschiedenste Übungen machen, wofür ja auch ein Fitnessstudio geeignet ist mit den unterschiedlichsten Geräten, dann brauchst du eben noch zusätzliches Material. Das sieht man schon auf der Webseite mit den Hanteln, die da noch rumliegen. Das wird dann dementsprechend viel teurer. Und dann kommt irgendwann auch wieder so ein ganz anderer Punkt nämlich noch mit rein. Erstens die Motivation. Ja, es mag ja sein, dass die Leute das viel nutzen und so weiter, aber die Motivation zu haben, sich sein gesamtes Wohnzimmer als Fitnessstudio langfristig einzurichten, das, glaube ich, ist einfach ein bisschen zu hoch gegriffen, was die Ambition angeht. Ich glaube eben nicht, dass sich jeder Dritte, jeder Vierte irgendwann so ein Ding in die Wohnung stellt. Aber braucht man ja auch nicht, damit das Unternehmen wächst, denn es ist ja noch genug Expansions, Lust vorhanden und vor allem auch Expansionspotenzial, da sie ja jetzt gerade erst angefangen haben, kann man sagen, in andere Länder wirklich stark zu expandieren. Ja, schauen wir uns mal die Bewertung an. Ich habe hier so ein paar Rechnungen einfach mal reingeknallt, ja. Falls ihr jetzt bis hier durchgehalten habt, dann habt ihr schon eine gute Ausdauer bewiesen, dann braucht ihr vielleicht gar kein Peloton-Gerät zu Hause. Aber ansonsten, ja, gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen hoch, dann wächst euer Bizeps gleich um 2 cm pro
Tag mit an. Ja, ich hatte es ja schon gesagt, das Umsatzwachstum war in den letzten 3 Jahren bei 100%. Das heißt, noch im Jahr 2017 waren wir bei ungefähr 22 Millionen Dollar Umsatz. Und dann haben die Leute halt einfach immer mehr und mehr dieses Konzept adaptiert, sodass man eben jetzt im Geschäftsjahr auf 1,83 Milliarden kam. Das Fiskaljahr von Peloton ist nicht gleich dem Kalenderjahr. Das heißt, sie sind jetzt schon hier im zweiten Quartal 2021 gewesen, wo sie bereits einen Umsatz von 1 Milliarde Dollar gemacht haben. Das heißt, es dürfte wahrscheinlich sein, dass sie den Umsatz schon wieder um 100% werden steigern können. Und jetzt kommt noch eine neue Sache dazu. Nämlich im zweiten Quartal jetzt 2021 haben sie auch Gewinn gemacht. Das heißt 62 Millionen Dollar. Das war sie noch im letzten Jahr als Gesamtjahresverlust gemacht haben, haben sie jetzt schon als Gewinn im letzten Quartal wieder reingeholt. Das heißt, das Unternehmen ist jetzt sogar schon auf dem Weg dahin, profitabel zu werden. Und das macht es natürlich auch für uns Investoren viel leichter zu bewerten. Ja? Piotrowski-Score auch nicht schlecht. 6 von 9 Eigenkapitalquote, irgendwie 55%. Also passt eigentlich auch, was die Finanzierung und so weiter angeht. Aber natürlich trotzdem, trotz Korrektur, man muss ja sagen, die Aktie ist ja auch irgendwie nur auf dem Oktober-High-Kursniveau aktuell und hat nur ein bisschen von dieser Spitze aktuell abgegeben. Gut, ein bisschen ist vielleicht ein bisschen untertrieben, aber ungefähr so 20-30% oder was, ja. Und KUV auf das aktuelle Jahr beträgt trotzdem 7,5 und KGV, wenn die Gewinnerwartungen sich ungefähr so einpendeln wie jetzt antizipiert in den ersten beiden Quartalen, dann wird das hier ein KGV von ungefähr 337. Also sportlich bewertet, aber gemessen am Umsatzwachstum natürlich nicht irgendwie teuer, wenn ihr mich fragt. Ja? Weil, und jetzt habe ich mal so ein paar Annahmen hier hingeschrieben, wie gesagt, ganz, ganz, ganz wichtig, ist immer so ein unverständlicher Punkt für einige Leute, Annahme. Das heißt, es ist einfach nur eine Schätzung. Und jeder kann natürlich gemessen an seiner Prognose versuchen, andere Schätzungen hier zu finden. Ich habe jetzt einfach mal angenommen, aktuell wird erwartet ein 32 Cent pro Aktie Gewinn dieses Jahr. Ja? Wenn ich jetzt sage, okay, dieses Wachstum von 100% wird in den nächsten 5 bis 7 Jahren wahrscheinlich nicht mehr dabei bleiben. Im Gegenteil, man kann natürlich davon ausgehen, dass sobald Covid überwunden ist, auch wenn sie weiter wachsen, aber trotzdem sich eine Delle im Wachstum ergeben wird. Außer natürlich, sie schaffen es wirklich extrem erfolgreich zu expandieren in alle anderen Länder. Ich meine, Netflix beispielsweise hat das ja auch geschafft, aber man muss natürlich neben den ganzen Infrastrukturinvestments, die auch Netflix beispielsweise hast, die haben ja teilweise sogar schon ihre eigenen Sendemasten und so weiter, aber du musst natürlich überdenken, ein Unternehmen, welches auch Hardware verkauft und auch den Kunden das Produkt erklären muss, jedenfalls zu Beginn in neuen Ländern und so, hat natürlich vielleicht noch etwas mehr Hürden beim Wachstum als ein rein digitaler Service wie zum Beispiel Netflix, ja, wo du nicht irgendwie erstmal ein entsprechendes Endgerät noch für zu Hause kaufen musst, sondern du alles eigentlich schon zu Hause hast und einfach nur dich subscriben musst. Ja, trotzdem, wenn sie da es schaffen, auch nur annähernd irgendwie stark auch im internationalen Bereich zu wachsen und irgendwann 100 Millionen Kunden haben statt jetzt 4,4, dann ja, ist das Unternehmen jetzt sowieso viel zu günstig. Ja, aber das weiß man halt immer nicht. Ja, dazu gleich auch noch ein paar kritische Worte. Ja, aber gehen wir einfach mal davon aus, ich habe jetzt hier in meinem Annahmen ein 60% Wachstum der Gewinne für die nächsten 7 Jahre angenommen. Und das Ganze jetzt mal in 3 unterschiedlichen Varianten. Das heißt, wir haben einerseits, wenn ich jetzt hier diese Gewinne, also 32 Cent pro Aktie für die nächsten 7 Jahre jetzt mit 60% Wachstum annehme, dann haben wir im Jahr 2028 einen Gewinn pro Aktie von 8,6 Dollar. Okay? Und je nach Bewertung zum aktuellen Marktniveau dann, hätten wir bei einem KGV von nur noch 45 statt der 337 bei einem natürlich viel größeren Unternehmen, dann einen aktuellen Kurs von 387 Dollar, den das Unternehmen eigentlich wert wäre. Bei einem 35er KGV nur noch natürlich dementsprechend 307 Dollar. Und bei einem 20er KGV, einem also durchaus konservativeren KGV, wären es dann nur noch 172 Dollar. Ja, aber wir müssen das Ganze natürlich in einer Bewertung auch immer noch abzinsen. Und ich nehme jetzt hier so einen Standard-Einzelaktien-Abzinsungsfaktor, den ich immer habe zwischen
Fahranteil zwischen 11% und 12%. Ja, natürlich je schwieriger so ein Geschäftsmodell einzukalkulieren ist, desto höher muss natürlich der Diskontierungssatz sein. Ich habe jetzt hier mal 11% angenommen. Das heißt, wir müssten auf diese Berechnungen immer noch ungefähr die Hälfte abziehen vom Kurs. Ja, dann haben wir ungefähr jetzt aktuell 193 Dollar an Aktienwert, wenn Sie diese Annahmen hier einhalten, ja, wenn sie es also schaffen, wenn sie es übertreffen aufgrund der Expansion, dann ist das Unternehmen jetzt sogar noch unterbewerteter. Ja, der aktuelle Kurs beträgt jetzt aktuell 106. Das heißt, das ist ja schon fast eine Verdopplung, die es dann bei einem KGV von 45 im Jahr 2028 wert wäre. Wenn du aber sagst, nee, die werden halt in 7 Jahren schon viel niedriger bewertet als jetzt mit 45, sondern nur noch mit 35, dann wäre jetzt immer noch bei 150 ein spannender Einstieg. Oder halt eben dementsprechend erst bei 85, wenn du sagst, hey, die haben dann nur noch ein 20er KGV im Jahr 2028. Ja, und dementsprechend sehe ich aber hier als Fazit, selbst wenn ich jetzt hier vom konservativen Szenario ausgehe, habe ich eigentlich jetzt ein ziemlich fair bewertetes Unternehmen. Und deswegen ist es für mich mit einigen Risikoeinschätzungen, die jetzt noch kommen, eigentlich aktuell ein Buy. Also eigentlich vor allem auch, und das sind diese beiden Faktoren hier, die dafür sprechen, dass die meisten von den Leuten eben, also sie brauchen keine Reseller, sie brauchen keine großen Affiliate-Programme, die meisten Leute sprechen darüber, machen Reviews und darüber kommen immer mehr und mehr Kunden, die eigentlich aktuell jedenfalls nicht weggehen von dem Unternehmen. Und jetzt aber kommen noch so ein paar Risikoeinschätzungen. Man muss beim Fitness immer natürlich aufpassen, weil es ist einfach ein verschiedener Trend und es kann auch wieder sein, dass man irgendwann auf einen nächsten Trend setzt. Fitness an sich wird bleiben, das ist klar. Und es gibt auch andere Sachen, beispielsweise CrossFit. Das ist ja eine Sache, die eigentlich auch so eher so seit so 10, 15 Jahren nach und nach immer weiter kam und dann wirklich so ein absoluter Schwall ausgelöst wurde, ja, dieser Greg Glassman, der verdient sich eine goldene Nase mit diesen CrossFit-Lizenzen und so, aber der absolute Hype ist jetzt auch wieder vorbei und ich würde mal schätzen, wenn ich jetzt ein CrossFit-Gym öffne, ist es schon weitaus schwieriger, auch wirklich Wachstum noch zu erzielen. Das heißt, auch der Fitnessmarkt hat immer natürlich wieder so Wachstumsspitzen und dann kommen aber wieder einzige neue Erfindungen und Trends, die dann wieder sich irgendwie so ein bisschen abflachen. Ein anderer Punkt ist auch der, schaut mal, die meisten Umsätze kommen ja hier zustande durch die Hardware und je mehr Leute natürlich die Hardware entsprechend zu Hause haben, desto mehr könnten natürlich diese Umsätze auch abflachen. Klar, hier werden sie wahrscheinlich mehr Marge und so erzielen, aber natürlich könnte trotzdem insgesamt das Umsatzwachstum dadurch nach und nach nach unten gehen und das ist halt eben ein weiteres Risiko, was dazu führen könnte, dass diese Annahme hier eben niemals eintrifft und deswegen ist es immer meine Empfehlung für jeden einfach unterschiedlich Annahmen zu treffen. Man kann hier immer unterschiedliche Szenarien sich runterbrechen. Man kann immer wieder gucken, okay, wie würde sich das Ganze entwickeln, wenn ich irgendwie komplett daneben liege. Ja, aber ja, so habe ich es jedenfalls für mich bewertet. Eine andere Sache, die ich auch aus qualitativer Sicht extrem interessant finde, zum Beispiel, wenn wir uns jetzt Beyoncé angucken, die ja vor allem, was ihre Musik betrifft, extrem beliebt ist bei den Leuten, die sowas hier auch nutzen zu Hause mit Spinning Classes und so. Wenn sie jetzt anfängt, Live-Kurse zu machen oder natürlich aufzuzeichnen und dann das Ganze zu streamen in Partnerschaft mit denen, könnte das eben einfach immer entsprechend der jeweiligen Zielgruppen für gewaltige Wachstumsschübe auslösen. Ich habe mir da so überlegt, stell dir mal vor, du sitzt zu Hause und hast halt eben dieses Ding und irgendwann hast du vielleicht auch die entsprechenden Langhanteln und anderen Geräte dafür, keine Ahnung. Am besten wäre es vielleicht, wenn sie irgendwann so ein Multifunktionsgerät wirklich erfinden, wo du eben halt alles machen kannst mit diesem einen Ding. Du hast halt irgendwie das Laufband, hast aber modular noch irgendwie ein Fahrrad damit drin und hast irgendwie noch die Hanteln und ein Terraband oder irgendwas anderes noch alles in einem einzigen Gerät, ja, dass du also nicht dein ganzes Wohnzimmer vollstellen musst. Und dann hast du eben deine Lieblings-Superstars von Arnold Schwarzenegger bis wem auch immer. Gut, der vielleicht nicht mehr, aber irgendwelche anderen aktuell beliebten Bodybuilder, wen gibt es da überhaupt noch? Ja, nicht mehr so viele, glaube ich.
die so richtig Ikonenstatus haben wie Schwarzenegger, aber die dann eben in dein Wohnzimmer zu Hause mit dir zusammen trainieren. Ja, das heißt, wenn man da so ein bisschen herumspitzt und philosophiert, kann man da schon davon ausgehen, dass das etwas Spannendes werden könnte. Ich persönlich, ich habe mir gedacht, ja, es ist auf jeden Fall kaufenswert. Ich muss mir aber noch ein bisschen mehr noch das Ganze mit dem CEO anschauen und wollten einfach noch so ein bisschen mehr irgendwie anlesen, wo eigentlich da die Reise hingehen wird. Aber generell, was jetzt einfach diese Situation aktuell angeht, sehe ich das Unternehmen als ziemlich kaufenswert an. Ich bin natürlich gespannt, was ihr dazu sagt. Haut es mir hier unten in die Kommentare und dann sehen wir uns natürlich wie immer beim nächsten Video. Vielleicht machen wir da wieder ein Reaction-Video. Mal schauen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Rationale Grüße. Ciao, ciao.